Ich schnüffel so gern an Leuten rum. Ich kann gar nicht nah genug rankommen. Oh, dafür bin ich mir viel zu fein. Mir darf keiner zu nahe treten. Ich stehe auf Distanz. Kommst du mal bitte? Ja. Sie ist krank und braucht Ruhe. Seid ihr noch Zeit mit den Sachen? Ich bin so krank, sieht sie gar nicht mehr aus. Vielleicht geht's ihr jetzt besser. Wir fahren jetzt zum Arzt. Wir hätten euch doch fahren können. Das ist doch gleich hier um die Ecke. Bleib schnell gesund, dann machst du mit der großen Fotos, ja? Tschüss. Wo soll's denn hingehen? In die Innenstadt, bitte. Kamillentee und Zwieback. Ich verschreibe Ihnen noch ein paar Zäpfchen, wenn sie keine Temperatur bekommt. Glauben Sie, ich bin hier, weil ich Paracetamol brauche? Ja, das Rezept bekommen Sie vorne. Meine Tochter hat Fieber, sie übergibt sich. So, Therese, ist dir denn jetzt immer noch schlecht? Antworte dem Doktor. Ein bisschen. Eben hatte sie noch Krämpfe. Ich möchte Salmonellosen und Stoffwechselstörungen ausschließen. Ich glaube nicht, dass eine Magenspiegelung nötig ist. Aber ich würde Ihre Tochter gern zu stationären Untersuchungen in ein Krankenhaus überweisen. Ins Krankenhaus? Die Universitätsklinik hat eine sehr gute Kinderstation. Gut, gehen wir der Sache auf den Grund. Können Sie mich bitte ins städtische Krankenhaus überweisen? Es wäre mir lieber. Sandra, geh doch mal ran. Wie geht's Therese? Was hat denn der Arzt gesagt? Können Sie nicht schlafen? Soll ich Ihnen was bringen? Ich habe mir wirklich früh angewöhnt, nach den Kindern zu schauen. Man muss sich selbst schlau machen und mithelfen. Ja, das ist leider so. Ist denn Therese oft krank? Eigentlich gar nicht. Sie ist sowas von putzmunter. Manchmal reagieren Kinder einfach nur auf Stress. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hm. Hat sie denn noch Geschwister? Nein. Danke. Kannst du hier einfach so rumstehen? Wir haben ja bloß mitgefahren. Sandra meldet sich schon, wenn was ist. Raushalten, bloß raushalten, ja nicht einmischen. Frag schon. Los, frag. Frag mich. Das geht mich nichts an. Wer ist das, Christiane? Wieso ruft er dich immer an und wieso gehst du nie ran? Willst du es mir erzählen, Christiane? Wieso ist er verheiratet und wieso nicht mit dir, Christiane? Erzähl's mir, ich bin dein Vater. Ich gebe dir Ratschläge, Ratschläge fürs Leben. Du kümmerst dich doch gar nicht um uns, du bist einfach nur da. Jetzt hin.
Morgen. Morgen. Nur Kaffee, bitte. Dankeschön. Meine Tochter bekommt nichts, sie hat heute eine Magenspiegelung. Du musst nicht aufgeregt sein wegen der Untersuchung, ja? Die gehen da hier mit einem Schlauch rein. Ist ein bisschen kalt, aber es tut nicht weh, ja? Wo sind meine Schuhe? Da, mein Engel. Ich hoffe nur, dass sie was finden, weißt du? Heute geht's hier schon viel besser als gestern. Und wenn die Ärzte nichts finden, dann schicken sie uns wieder nach Hause und dann kann jederzeit wieder was sein. Man muss der Sache auf den Grund... Was machst du da? Hm? Ich weiß, es war eine Schnapsidee, aber wenn ich hier, wo dann? Bei Freunden? Freunde. Zu unserer Zeit hatte sie keine, nur die Kinder und mich. Was hat Therese denn? Keine Ahnung. Vielleicht nichts. Ich weiß es nicht. Ihr war übel. Wer war denn euer Kinderarzt? Die war nicht so oft beim Arzt, bis das mit Agnes losging. Sandra war viel öfter beim Arzt als die Kinder. Ach was. Naja, nach Theresas Geburt war sie dauernd krank. Davon weiß ich gar nichts. Warst du eben zu selten da? Du ja wohl auch. So ist das. Was hat er sich denn? Ach. Leo, komm mal zu Mami. Ich komm gleich. Nie bist du da, hat Sandra immer gesagt. Du weißt doch gar nicht, was ich hier durchmache. Ich konnte aber nicht weg vom Außendienst. Was hätte ich denn tun sollen? Ja, auf jeden Fall nicht fremdgehen. Weißt du, früher hat mich diese Version der Geschichte echt angekotzt, aber inzwischen ist mir auch egal. Wenn du es wissen willst, sie hat mich verlassen. Sandra sagt, du hast sie betrogen. Ich weiß. Habe ich aber nicht. Nie. Nur jedes liebe Wort von mir war wie ein Tropfen in der Wüste. Sandra fühlte sich immer betrogen, immer. Von mir, vom Leben. Das Wegfahren, das war am schlimmsten. Einmal kam Agnes mit ihrem kleinen Koffer hinterher. Papa, ich komm mit. Entschuldigung. Das ist Papa, ich geh mal ran, ja. Mhm. Hallo? Wieso? Wo? Okay, ich komm gleich hin, ja? Die sind im Krankenhaus, ich muss los. Ich komm mit. Hol schon mal das Auto raus. Okay. Eine Magenspiegelung gemacht? Wir haben lediglich eine Übersäuerung festgestellt. Das ist kein Grund für eine Magenspiegelung. Hat sie zu viel Süßigkeiten gegessen? Nein. Könnte auch psychosomatisch sein. Hat sie irgendwelche Probleme? Eine ausgewogene Ernährung ist erstmal das Beste. Haferschleim und dann untersucht man noch mal. Ja, eine erneute Untersuchung, das klingt sinnvoll. Ich meine, Sie haben ja praktisch kein Ergebnis und mein Kind ist krank. Ich möchte ungern prophylaktisch medikamentieren. Mit Medikamenten bin ich auch vorsichtig. Na gut, dann mache ich Ihnen die Entlassungsunterlagen fertig und wir machen einen Termin in 3-4 Wochen. Sie wollen uns wegschicken? Der Zustand Ihrer Tochter ist in Ordnung. Sie ist jung. Es ist nur eine leichte Anomalie. Eine ausgewogene Diät und wir sehen uns dann in 4 Wochen. Was macht ihr denn hier? Was wir hier machen? Ihr seid im Krankenhaus und du fragst, was wir hier machen? Lass mal.